Immer wieder begegnet mir die Frage, warum als Geschäftsführer überhaupt ein Risiko besteht. Und da herrscht eben ein großer Irrglaube, ein großer Aberglaube, dass die GmbH für den Geschäftsführer schon die Sicherheit bedeutet, niemals selbst in Haftung zu geraten. Die wesentlichen Stolperfallen, die wesentlichen Haftungsrisiken, die ein Geschäftsführer hier hat, sind einmal die Fragen der Insolvenzverschleppung. Also liegt sozusagen der Tatbestand der Insolvenzverschleppung vor. Dort weiß ein Geschäftsführer meistens gar nicht, wann das denn der Fall ist. Also wie definiert sich beispielsweise der Begriff der Zahlungsunfähigkeit und was muss ich machen und bis wann muss ich etwas machen, wenn Zahlungsunfähigkeit gegeben ist? Überschreite ich dort sozusagen gewisse Fristen, gerät man schon in die persönliche Haftung. Der zweite Aspekt ist die Frage des Geldverkehrs. Gerade wenn eine in Krise befindliche GmbH mit einem Konto arbeitet, das sich stets im Minus befindet und dort aber fleißig weitere Zahlungseingänge und Ausgänge stattfinden, kann das im großen Umfang dazu führen, dass über die gesamten Summen, die dort an Bewegungen stattgefunden haben, der Geschäftsführer in die persönliche Haftung gerät und einen solchen Betrag, der durchaus sechsstellige Summen erreichen kann, nochmal selbst zur Kasse gebeten wird. Und nicht zuletzt ist es dann der dritte Haftungspunkt, dass eben die strafrechtliche Keule droht, nämlich Insolvenzverschleppung hat nicht nur zivilrechtlichen Haftungsanspruch nach sich, sondern eben auch die Bestrafung nach dem Strafgesetzbuch. Und dort kann es auch schon mal schnell eine Freiheitsstrafe bedeuten.